Hi, I'm Andrew Rellings and I'm Head of Customer Operations at Atlassian and you're watching CeBIT Media. Hallo Martin. Hi Nils. Das geht so gar nicht los. Ich muss sagen, ich hab das jetzt mal umgedreht. Ja. Mhm. Wir machen unser viertes Video oder fünftes, also jedenfalls schon einige haben wir hinter uns. Und wem ist das gewidmet? Dem Sascha Seib. Ich glaube, das ist sogar ein Kunde von uns, wenn ich das richtig sehe. Das ist ein Kunde von uns, ich bin ziemlich sicher. Hallo Sascha. Und du hast vor 6 Monaten es geschafft, unser 2-Stunden-10 Video Warum Management verzichtbar ist anzugucken. Und deswegen danken wir dir herzlich für deinen Kommentar, mit dem du das... Vielleicht hat er es ja gar nicht geguckt. Das haben wir gar nicht gefragt. An irgendeiner Stelle zwischendurch haben wir gesagt, wer das jetzt bis zu dieser Stelle geschaut hat, dieses Video, genau, also wahnsinnig lange durchgehalten hat, der soll jetzt gefälligst bitte, oder bitte auch... Ja, sich mal melden, genau. Ja, insofern gemacht. Aber die haben einen großen Teil geschaut. Ja. Das ist schon. Okay, bei diesen Videos kann jeder kommentieren. Meine nächste Frage, die jetzt sozusagen für den Sascha Seib gewidmet ist und auch rein chronologisch vorgeht, nicht inhaltlich zusammen, ist die ganzen Tools, die du abschaffen willst. Ich lese einfach mal vor und dann kannst du ja mal ein paar rausgreifen, die du nicht mehr haben willst. Aber es liest sich sozusagen wie das Who is Who der Personalwerkzeuge, die der Nils alle nicht mehr haben will. Es geht hier übrigens um sein Buch Organisation für Komplexität und auf Seite 29. Darf ich vorher noch was sagen? Moment, also der Punkt ist ja nicht, dass ich die nicht mehr haben will. Also das ist nicht meine Meinung, sondern das sind ja im Prinzip die Quatsch. Das ist die Bullshit-Liste. Das ist die Liste, die sozusagen, das sind die X-Tools, ja? die Tools und Werkzeuge und Praktiken, die in Organisationen überwiegend gang und gäbe sind, richtig, mhm. Ne? Aber die gar nicht funktionieren können, weil sie sich auf den Menschen richten. Wenn du jetzt schon nicht direkt anfangen willst, dann kriegt auch der Sascha Seib noch ein zweites Thema. Das habe ich nämlich hier galant übersprungen. Okay. Die X-Tools kommen aus diesem Motivationsgedanken. Da habe ich ja jetzt jüngst mit jemandem gesprochen und habe gesagt, ja, da gibt es ja einige, die glauben, man kann gar nicht motivieren. Ich glaube das auch. Ich sage, doch, das geht schon. Man kann die Leute schon motivieren. Ah, ja. Und jetzt erzähl du uns doch mal, warum man niemanden motivieren kann. Dazu muss man jetzt die Natur von Motivation einfach verstehen. Also Motivation ist etwas, was in Menschen drin ist. Jeder von uns ist motiviert. Wir sind, kann das auch ein bisschen, damit es nicht so sozialromantisch klingt, ja. Jeder von uns ist Träger von Motiven und wir sind quasi Sklaven unserer Motive. Das ist das, was uns... Das klingt ja schade. Wenn du morgens aufwachst und sagst, oh, super Tag, heute tun wir mal was für die Shareholder. Also das wäre, ich werde motiviert durch Ziele und ich muss was für die Shareholder Welt tun. Ja? So wachen wir nicht auf. Wir wachen auf und denken irgendwie, also jetzt mal positiv, so ein bisschen an Arbeit denkend. Wir denken ja Dinge wie, naja, heute kann ich vielleicht doch was Sinnvolles tun oder vielleicht klappt ja heute irgendwas Interessantes bei der Arbeit, vielleicht passiert ja irgendwas. Also solche Dinge denken uns durch den Kopf. Ja? Also sprich, wir sind Träger dieser Motive, niemand muss uns motivieren, wir haben diesen Mix, diesen Cocktail von Motiven in uns. Der ist übrigens hochgradig individuell, also dein Cocktail ist ein anderer als meiner und beim anderen spielt vielleicht. Beim einen spielt Status mehr eine Rolle als beim anderen, ja, und der andere will mehr Gutes tun. Ja. Wir sind von unterschiedlichen Motiven getrieben, aber jeder hat die an Bord, im Herzen quasi. So, und weil Motive eben so sind, weil die drin sind im Menschen, oder sie sind quasi die Antriebskraft des Menschen, deswegen kann man von extern gar nicht motivieren. Ich kann von extern nicht Motive in dich reinzaubern. Das geht nicht. Ich kann aber, wenn ich versuche, den Versuch der Motivierung an dir ausüben würde, dann kann ich dich demotivieren. Das geht ganz einfach. Also ich kann quasi deinen Horizont verringern, auf den du dich, von Dingen, auf denen du dich konzentrieren kannst, durch Ziele und Anreize und Zwang. Zielvereinbarung, Bonus. Die sind super, das sind super Motivationsverengler. Ja. Oder Demotivierer, genau. Deswegen und sind Ziele halt natürlich brandgefährlich in Organisationen. Referenzierst darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Darüber referenzierst du auf Douglas McGregor, der das auch wissenschaftlich untersucht hat. Ne? Das war einer der großen Motivationsforscher des vergangenen Jahrhunderts. Dieser Abraham Maslow war einer der großen, von dem hat jeder schon mal von dieser Bedürfnispyramide, von der Motivpyramide gehört. Dann gab es Herzberg, zum Beispiel Frederick Herzberg mit dem Zwei-Faktoren-Modell, Hygienefaktoren und Motivatoren hat er unterschieden. Also die Dinge, die... Das finde ich ja eigentlich ganz hilfreich. So, das ist ein Modell. Ja, die sind beide übrigens auch ganz sehr hilfreich. Also sowohl die Maslow-Pyramide, also als Pyramide ist die nicht so hilfreich, aber das Konzept der Unterscheidung von Motivkategorien ist interessant und wichtig und hilfreich. Und diese Unterscheidung von Herzberg, der halt gesagt hat,
Naja, es gibt die Dinge, die uns sozusagen bei den Motiven packen und die individuellen Motive für die Organisation, für die Arbeit nutzbar machen. Aber diese anderen Faktoren wie Geld, die können halt nicht motivieren. Das sind die Hygienefaktoren, genau. Und der Hygienefaktor, damit das heißt, Herzberg hat recht. Ja, Herzberg ist großartig. Also Herzberg ist einer der Meister. Da wäre ja eine Blase. Nein, Herzberg. Also wenn, ich meine, wenn. Wie war das irgendwann? Also ganz beruhigt. Wenn Dienstpfleging die Management-Dogma schüttelt, zerbröseln sie in seinen Händen. Ja, aber nicht Herzberg. Und dann dachte ich schon, der Herzberg zerbröselt mir in meinem. Sehr gut, sehr gut. Also Herzberg. Also Hygienefaktoren, Motivation habe selbst ich verstanden, sollte man sich mal bei Wikipedia durchlegen. Ja, das ist halt auf den Punkt gebracht. Ja. Der Herzberg sagt ja auch nicht, dass die Motivatoren einen motivieren, aber sie leisten etwas, was die Motivation in die Arbeit, in der Arbeit nutzbar macht. Gut, wobei die Motivatoren ja komplett zum Beispiel eine Anzunahme. Genau, das sind verwandte Konzepte. Warum X und Y? Naja, die Idee, die Douglas McGregor eben eingebracht hat in diese Motivationsforschung, das war vielleicht der weiseste oder built in our DNA sozusagen. Deswegen XY genau, aber Summe quasi. Genau, aber dass die Motive in uns eingebaut sind, in uns Menschen eingebaut sind, das haben Herzberg und Maslow auch schon verstanden. Mhm. Der Clou bei McGregor ist, er hat unterschieden zwischen diesen beiden Menschenbildern, die Projektion, die wir auf andere Menschen haben. Ah, okay. Mhm. Und die eine Projektion, die wir auf Menschen haben, sagt halt, ne, der ist dumm, faul und träge und blöde Sau, verstehe ich nicht und außerdem kann der eh nichts und dem traue ich nicht zu. Und die andere Projektion ist, Moment, der ist in sich motiviert, der will eigentlich sich bei der Arbeit auch entfalten. Dieser Mensch, ja, das ist Geschlechtsort. Also dieser Mensch, der will sich auch entfalten, der will auch eigentlich Spaß haben bei der Arbeit, der ist eigentlich leistungsbereit. Wenn er es nicht zeigt, diese Leistungsbereitschaft, dann muss es eigentlich am Kontext liegen und nicht an der Person. Also nicht der Mensch ist das Problem, sondern auch in der Regel ist der Kontext das Problem. Mhm. Und McGregor hat halt gnadenlos offengelegt, dass es diesen ersten Menschen, den X-Menschen, dass es den eigentlich gar nicht gibt, der existiert nur noch. Les mal was vor aus dem Buch. Also Theorie X ist, Menschen mögen Arbeit nicht, finden sie langweilig und werden sie nach Möglichkeit vermeiden. Also so ein tradiertes Denken könnte man sagen. Ne? Genau, das ist das klassische Arbeiter, so dumm vor und träge. Zum Verhalten die Theorie Y, Menschen müssen zwar arbeiten, wollen sich aber auch für ihre Arbeit interessieren und in den richtigen Bedingungen macht Arbeit Spaß. Und so geht es dann weiter über Führung, Verantwortung, Motivation, Kreativität und so weiter. Mhm. Da es ja dieses Buch gibt und ihr das alle kaufen wollt, gehen wir jetzt mal hier weiter. Aber der Clou ist halt, beides sind in sich konsistente Menschenbilder, Überzeugung, Vorstellung von der Natur des Menschen, nur eines ist wahr. Zu dieser Theorie Y fällt mir immer der Jimmy Wales ein, der Gründer von Wikipedia. Der wurde mal gefragt, ja, wie ist denn die Wikipedia eigentlich entstanden und wie geht das eigentlich, kommt man auf so eine Idee? Und dann meinte er, ja, eigentlich war am Anfang war die Wikipedia gar nicht Wikipedia, sondern Nupedia. Mhm. Und das basierte, bleiben wir jetzt mal hier, auf Theorie X. Der Mensch an sich ist böse. Wenn der in ein Restaurant kommt und ich gebe ihm für seine Steaks ein scharfes Messer, dann sticht er dem Steaking in den Bauch. Deshalb haben wir bei Nupedia schöne Käfige gebaut, damit die Leute mit ihren Messern nicht die anderen Gäste erreichen konnten. Mhm. Das fand aber irgendwie keiner besonders bequem bei uns. Das ist cool. Genau, wir haben also kein Steak bei uns essen wollen und die Nupedia ist angegangen wie eine Primel. Schlechte Software. Und dann haben wir einfach ein anderes Menschenbild angewendet und gesagt, der Mensch an sich ist gut. Der will zusammenarbeiten, der will Inhalte zusammentragen, der will sinnvolle lexikalische Dokumente erstellen. Der will auch zeigen, der will teilen, genau. Aggressiv teilen. Und dann haben wir die Wikipedia so offen wie möglich geschaffen. Jeder kann alles machen, jeder ist ein Administrator. Mhm. Und das hat auch immer funktioniert. Mhm. Und schwupp, sind wir die 5 größte Website der Welt. Das ist ein schönes Beispiel aus unserer Zeit, wo man sozusagen Theorie und X und Y, oder man könnte auch sagen, Theorie X ist die Encyclopedia Britannica oder das Myers Lexikon oder, was hat Microsoft nochmal? Encarta hieß das, glaube ich. Also alles bezahlte Redakteure bauen ein Lexikon. Irgendwie alles schiefgegangen. Also ja, das war bis zu einem gewissen Punkt das Beste. Durch die Tellerwanne nicht durchgekommen. Genau, ja. Also je höher die Komplexität ist. Die Tellerwanne ist übrigens ein Video, ein paar Videos. Zwei davon. Videos zurück. Ja. Okay, jetzt aber kommen wir nochmal zum Anfang, sozusagen dem eigentlichen gewidmeten Teil für Sascha Seib. Ich lese jetzt mal diese Management-Werkzeuge. Also Nils schreibt hier, Management über Vater Peter Drucker. Kennen übrigens viele gar nicht, die auch Management-Wissenschaftler, aber ich kenne den, toller Kerl, aus meiner Sicht zumindest.
schrieb einst, 90% der Praktiken, die wir im Management nennen, würden weiter nichts bewirken, als Menschen von ihrer Arbeit abzuhalten. Mhm. Und jetzt lese ich einfach mal ein paar Beispiele vor und du wählst mal zwei, drei raus. Von Tools, genau. Wir haben eine Liste gemacht. Genau. Tools, die Menschen. Organigramme sind Schmu. Mhm. Mitarbeiterbeurteilungen. Urlaubsregelungen. Misstrauensarbeitszeiten, was auch immer das sein mag. Das ist das Gegenteil von Vertrauensarbeit. Okay, also Überstunden. Wissensmanagement, das trifft mich natürlich, weil wir ja bei der Confluence ja so ein Wiki verkaufen und das auch als Wissensmanagementsystem bezeichnen. Also Wissensmanagement ist auch überflüssig. Mitarbeitergespräche an sich sind überflüssig. Mitarbeiterbefragungen sind überflüssig. Personalentwicklung, Pay-for-Performance, Budgets und Chefparkplätze. Chefparkplätze, ja, genau. Also Statussymbole. Gut, Chefparkplätze kaufe ich dir ab. Fiel mir nur auf, weil hier unter uns ist gerade jemand eingezogen und da hat der Chef, wenn man in das Parkhaus reinkommt, direkt einen Parkplatz mit einer Steckdose, wo er sein Elektroauto aufladen kann. Also man könnte sagen, es ist funktional getrieben, aber es ist natürlich schon sehr zentral, dieser Parkplatz. Aber die Frage ist ja auch, darf da jemand anders parken, wenn der nicht da ist? Selbstverständlich nicht. Das sagt der da auch. Das ist dann wieder interessant, ja. Gut, das hat er auch wieder den funktionalen Hintergrund. In manchen Firmen muss man so den Parkplatz angucken, dann sieht man schon, wie der Laden tickt. Das ist halt das Interessante, ja. Zeig mir deine Werte, dann brauche ich noch auf die Systeme. Gut, das wollte ich jetzt gar nicht so. Such dir mal was anderes aus von den Sachen, die du hast. Oder soll ich dir noch was geben? Gib mir mal hier Urlaubsregelungen. Urlaubsregelungen. Die sind halt komplett überflüssig und eigentlich auch schädlich, würde ich sagen. Genau. Also in der Liste sind ja nicht alle dieser Praktiken sind nur überflüssig, einige sind auch direkt schädlich. Urlaubsregelungen sind wahrscheinlich vor allen Dingen überflüssig. Aber im Extremfall auch schädlich, ja. Ist klar. Erzähl mal wie das laufen sollte. Also wie es läuft, wissen wir. Wir beantragen unseren Urlaub, dann gehen wir zu unserem Chef, der macht unseren Stempel drauf, gehe ich zur Personalabteilung, mache auch einen Stempel drauf und dann kann ich meinen Urlaub Genau. Also zumindest, ich baue eine Unterschrift unter meinen Urlaubsantrag, damit ich Urlaub nehmen darf. Genau. So. Da ist ganz... Ich glaube, vielen Leuten ist heute schon klar, dass es eigentlich Quatsch ist, solche Regelungen zu haben. Aber ich habe in einem Buch von aus den 60er Jahren habe ich mal einen schönen kleinen Artikel darüber gefunden. Ein Autor, der heißt Townsend, ich glaube Stuart Townsend. Up the Organization hieß dieses Buch, war ein Bestseller damals. Und da schreibt er nimmt das genau auf den, er nimmt genau diesen Punkt auf den, aufs Korn. Er sagt, na gut, in Organisationen, da arbeiten ja durchaus volljährige Menschen. Und die haben auch einen Arbeitsvertrag. Und es gibt gesetzliche Regelungen. In jedem Land gibt es gesetzliche Regelungen zum Thema Arbeitszeiten und Urlaubstage. Ja? Okay, das sind erwachsene Menschen, die da arbeiten und es gibt Regelungen, die sind auch festgeschrieben, vertraglich. Wieso unterstellen wir, dass Menschen also nicht in der Lage sind zu wissen, wie viel Urlaub nehmen können? Ja, die wissen vielleicht nicht, ob in der anderen Abteilung, in der sie gar nicht arbeiten, jemand auf ihre Arbeitsleistung ansieht. Jetzt kommen wir wieder zu den Daten. Das prüft ja der Vorgesetzte, genau. Also das weil der ja mehr Licht am Horizont hat. Genau. Dieses Licht habe ich ja nicht, ich bin ja nicht erleuchtet. Mitarbeiter sind blöde und können nicht ihren Urlaub so organisieren, mit im Zusammenspiel mit anderen. Da sind wir wieder an der Interaktion mit den anderen Teilen, über die wir gesprochen hatten, vor zusammen mit Russ Eckhoff. Also anstatt anzunehmen, dass Mitarbeiter ihre Urlaubstage, ihre Urlaubszeit selbst koordinieren, abstimmen sollten mit anderen, die von ihrer Leistung betroffen sind oder von ihrer Arbeit betroffen sind, unterstellt man, dass Chefs das koordinieren müssen oder Personalabteilungen das koordinieren müssen oder können. Ich würde sogar sagen können, ja. Können und müssen, das ist so weit. Sie können der eine glaubt, das können, der andere glaubt, das müssen, aber genau, die können das gar nicht und sie müssen. Das natürlich überhaupt nicht. Also weil ganz wesentlich ist, aber Chefs, bleiben wir mal bei deinem Wissen. HRler können das. Jetzt glauben viel besser, ist, wenn das jeder Einzelne ist. Also die Leute, die das gucken, die sind ja eh schon erleuchtet. Insofern glauben die... Oder die haben einfach nur Zeit und vergaben ihre Zeit auf YouTube. Kann auch sein. Aber sagen wir mal, ich gehe jetzt mal davon aus, die glauben uns das schon. Die Lösung sieht also deiner Meinung nach so aus, dass ich dann Urlaub mache, wenn ich glaube, dass das der Organisation nicht schadet und ich ihn persönlich brauche oder gebrauchen kann. Auf Deutsch? Genau. Ich plane den so, wie es mir passt oder wie das TUI reicht. Wie es mir passt, ist anarchisch. Die Mitarbeiter, normale Menschen in Organisationen nicht anarchisch. Nee, das geht mir jetzt nicht darum. Sie fragen sich schon, wenn ich jetzt einen Urlaub nehme zu Ostern und alle anderen nehmen auch Urlaub, dann geht hier keiner ans Telefon. Das ist so weit können wir denken. Wie es mir passt, hätte ich jetzt gesagt, ich habe jetzt schulpflichtige Kinder zum Beispiel, muss also die Sommerferien während der Sommerferien in Urlaub gehen. Jetzt
passt es mir also während der Sommerferien, dann gehe ich in die Organisation, schaue, wer ist denn von meiner Arbeit beeinflusst, versuche mich mit denen abzustimmen, dass die nicht vielleicht genau zum gleichen Zeitpunkt im Urlaub sind, und dann nehme ich den Urlaub einfach. Schreib das noch irgendwo hin, damit jemand weiß, dass ich von da bis da nicht mehr da bin. Das braucht man ja eigentlich gar nicht. Ja klar, würde man das irgendwo eintreten in seine Agenda und sowas. Genau. Also diese Liste enthält ja noch mehr Punkte. Und dass ich dann diese Liste gemacht habe über diese Praktiken und Tools, die schädlich oder überflüssig sind, das hat ja den Sinn, dass jeder davon darüber nachdenken kann anhand dieser Liste, was für Veränderungen ergeben sich denn, wenn man diese Praktiken und Tools abschafft. Also da kannst du ja nochmal ein eigenes Buch drüber schreiben. Die Urlaubsfrage. Klar, kann man. Gibt's sogar. Es gibt hier dieses 2 Stunden und 10 Videos, in denen einige davon abgekriegt haben. Können wir immer noch machen. Aber der Punkt ist ja... aber wir haben teilweise auch schon ein paar davon, glaube ich, besprochen. Das kann sein, dass jetzt Redundanzen entstehen. Ja. Aber der wesentliche Punkt bei diesem Urlaubstage-Beispiel ist ja, wenn ich keine Regelung habe, über wer dann die meine Urlaubstage absegnen müssen, ich bin der Mitarbeiter, dann bin ich ja automatisch darauf zurückgeworfen, dass ich mich abstimmen muss mit anderen, die mit mir zusammenarbeiten oder die von meiner Arbeit was haben. Mhm. Und das erzeugt ja was, nämlich sozialen Druck. Gruppendruck. Du hast das nicht abgestimmt, du hättest es abstimmen sollen. Beziehungsweise ich werde nicht einfach wegbleiben und Scheiß drauf an anderen macht, sondern ich muss mich vorher abstimmen. Dadurch entsteht Verbundenheit, sozialer Druck, auch Vertrauen, weil ich muss ja andere konsultieren. Bei uns ist es ja tatsächlich so. Und es kommt schon vor, dass Urlaub genommen wird und der nicht properly, also richtig abgestimmt worden ist, und irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt, die nicht vorhandenen, weil er sagt, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir genau gesagt, dass es ein Riesenproblem für mich ist, hast mich aber gar nicht gefragt. Mhm. Und erstmal, was sehr schön daran ist, es ist auf einmal Pflicht des Mitarbeiters, sich darum zu kümmern. Das heißt, ich kann als Vorgesetzter, das ist Teil meines Jobs, oder als derjenige, der da sonst weisungsbefugt wäre, kann ich auf einmal zum Mitarbeiter kommen und sagen, hey, du bist einfach im Urlaub gewesen, ich habe dich gebraucht. Warum hast du das nicht mehr abgeschlossen? Vorher sagte er, das hat der Nils freigegeben, guck mich doch nicht an, ich habe den Antrag eingereicht, der Nils hat es nicht geprüft. Und dann kann ich zu dir gehen und sagen, nee, warum hast du nicht reingegeben? Und wie viel tausend das ist das ganze Spiel. Ja. Und die Verantwortung ist halt nicht klar. Überhaupt in Bürokratie ist halt immer die Verantwortung. Was aber passiert ist, dass das passiert trotzdem, aber das Schöne daran ist, die Leute sind accountable, also ich kann die sozusagen greifen. Genau. Und die fühlen sich auch noch gegriffen. Ja, also sie sagen, ja stimmt, du hast recht, das nächste Mal spreche ich mit dir. Oder gucken wir mal ein bisschen genauer drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass da Lernen und Einsicht und Bewusstsein Erhöhung stattfinden kann, ist halt, die ist halt da, wenn man auf jetzt, Instrumente verzichtet. Genau. Ist es ja so, dass das gleiche für Überstundenregelungen, Zeitkontrollen. Ja. Viele von diesen Sachen machen wir schon. Jetzt habe ich hier diese... Machen wir nicht, hoffentlich. Genau, machen wir schon nicht, ja. Was wir aber schon machen, also es gibt zum Beispiel keine Organigramme bei uns und auch keine Mitarbeiterbeurteilung. Was es aber wohl gibt, ist Mitarbeiterbefragungen. Also wir machen alle Nase lang Umfragen, in denen wir die Leute zum Beispiel fragen, wie gefällt euch das Mittagessen und was sollten wir künftig anders machen mit dem Mittagessen? Mhm. Und jetzt willst du das nicht mehr machen oder ist das keine Mitarbeiterbefragung? Nee, das ist jetzt, also weil das ist total sinnvoll, weil wenn ich die Leute das nicht frage, dann weiß ich gar nicht, was ich dem Kettler sagen soll. Was dahinter, also zum Essen kann man Mitarbeiter schon befragen. Ah, okay. Aber zu vielen Dingen kann man sie halt nicht befragen. Beziehungsweise man kann sie befragen, aber man kann keine sinnvollen Antworten bekommen. Viele Dinge in einer Organisation spielen sich halt nicht auf der Vorderbühne ab, sondern sie sind in der Hinterbühne. Man darf sie auch gar nicht aussprechen. Aber in den typischen Konzernen, wenn du in einen typischen Konzern, ein größeres Unternehmen reinguckst, in deren Mitarbeiterbefragungen, Kulturbefragungen, was sie nicht alles haben, oder Zufriedenheitsbefragungen, werden halt Dinge abgefragt, die eigentlich gar nicht ernsthaft oder offen überhaupt kommuniziert werden können. Das zählt nicht... die Mittagessens. Ja. Klar kann man manche, das ist ja wie ein Vorgesetzter immer fair. Genau. Ja, genau, also sowas, genau. Ist mein Vorgesetzter fair? Oder fühle ich mich wohl im Unternehmen? Ja, sowas kann in den meisten Organisationen überhaupt nicht offen beantwortet werden. Ja. Okay, und das heißt, die Frage brauche ich nicht zu stellen. Das weil heißt, ich bin der Verlogen, schon durch die Frage erzeuge ich noch mehr Verlogenheit, noch mehr Hypocrisy, das ist ja Verlogenheit. Ja. Ich zwinge eigentlich Menschen, die Mitarbeiter dazu zu lügen, ja. Zu faken. Und das ist ja, okay, verstehe ich. Also das heißt, es geht nicht darum, dass Umfragen an sich doof sind, sondern dass die Frage nach Dingen, über die keine Transparenz herrschen kann, weil sie politische Herausforderungen bewirken würde, nichts bringt, weil... Genau, es gibt halt in Organisationen, dessen muss man sich bewusst sein, und davon ist auch im Buch die Rede,
in dieser informellen Struktur spielt sich vieles ab. Ja? Und das ist halt die Teil der organisatorischen Hinterbühne. Ja? Die Vorderbühne, das ist das Organigramm, die Tools, alles wunderbar. Wir haben da eine klare Ablauf- und Linienorganisation, alles toll. Ja, darüber kann man natürlich rauf und runter fragen. Und das ist auch, eigentlich ist es auch einfach und unwichtig und unsicher. Sobald man eher Fragen zum Informellen, zum Beispiel zu Werten stellt, das machen ganz viele Unternehmen, machen da schreckliche Dinge damit, oder zur Kultur, da wird es halt viel delikater. Und eigentlich, bestimmte Dinge lassen sich halt nicht so offenlegen durch Befragungen. Man kann sie beobachten, ich kann zum Beispiel beobachten, wie geht eine Organisation mit Informationen um? Inwiefern ist sie transparent oder nicht? Inwiefern spielt die Gerüchteküche eine Rolle? Wenn ich jetzt nach diesen Werten frage, und die, bei uns ist zum Beispiel Umfragen immer so, die sind komplett anonym und jeder kann teilnehmen. Also wenn du den Link hättest, könntest du auch teilnehmen. Mhm. Oder wenn du wolltest, könntest du 5-mal teilnehmen. Mhm. Das kann dir gar keiner nachvollziehen. Dann kann er. Da steht wieder das Menschenbild drin. Aber dann kann er doch, da kann ich jetzt auch eigentlich fragen, oder? Weil der braucht ja nicht zu befürchten, dass er entdeckt wird. Also sag mal, ich will jetzt dir eins auswischen und sage, ja, aber Denise Pfleging, also alle sind toll, aber Denise, der hat es nicht drauf. Ja, du könntest meine Bücher schlecht auf Amazon rezensieren zum Beispiel, da kann ich dir nichts. Ne, solche Sachen. Ja. Das wäre der Böswillige, die Bösartige. Die Mitarbeiterbefragung, du kennst das vielleicht nicht, Martin, weil du in einem anderen Umfeld unterwegs bist, aber die meisten großen Unternehmen machen eher so groß angelegte Megabefragungen. Die sind eigentlich gar nicht anonym, sondern da kann der Vorgesetzte zum Beispiel. Wo eigentlich alles abgefragt werden soll. Oder links und rechts und wie die Führungskräfte nach oben und unten. Und das wird ein bisschen mit Urteil und sowas vermischt. Ja. Und da sollten auch Konsequenzen folgen. Also Bestrafung kann durchaus individuell, kann es auf mich zurückfallen oder nicht. Und aus den Antworten lässt sich rauslesen, wer es gewesen ist und so. Also wir sprechen hier nicht über, schmeckt mir das Essen in der Kantine oder nicht. Wir sprechen über diese ausgefeilten Riesen. Und dann kriegst du keine Beförderung oder kriegst du einen kleineren Bonus. Weil ja, oder wo jeder schon gelernt hat zum Beispiel, ja, wenn ich hier wirklich die Wahrheit sage in diesem Fragebogen und hier was kritisiere, dann keiner benutzt es oder die Ergebnisse werden unter den Teppich gekehrt oder ja, es passiert ja sowieso nichts danach. Mitarbeiter wissen das schon. Ja. Okay. Schon die 7., 8. Letzter Punkt. Wir hatten in dem langen Video über, ich glaube, es hieß Planungsbegriff verbieten. Ja, da hatten wir jetzt hier Budgets auch in dem anderen Video schon lange besprochen. Mhm. Jetzt haben wir, nachdem ich ja dieses Video hatte und von dir erleuchtet wurde, haben wir jetzt trotzdem eine Kostenplanung für 2014 gemacht. Auf Historiendaten von 2013. Um zu überlegen, wie hoch das Budget für die Gehaltsrunde, die wir jetzt gerade durchführen, ausfallen kann, damit wir das nächste Jahr dann noch überleben. Und während des Ganzen dachte ich immer, der Planungsbegriff muss doch verboten werden, Budgets darf man gar nicht machen. Jetzt erklären wir nochmal, warum das alles schmerzt. Na, in dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, sind ja so viele Denkfehler drin. Zum Beispiel, dass die Kosten vom letzten Jahr was mit den Kosten dieses Jahres zu tun haben. Oder dass man. Naja, wenn der Großteil. Gehaltserhöhung zu diskutieren. Wenn der Großteil unserer Kosten Personalkosten sind und wir mit mehr oder weniger der gleichen Mannschaft weiterfahren, dann ist das doch relativ plausibel. Ja, aber dann ist das ja trivial, der Zusammenhang, und da braucht man auch keine Planung darüber machen. Dann nennen wir es Berechnung oder wie. Ja, aber warum hat er das gemacht? Also mich fasziniert ja nicht, dass sozusagen die Zeitverschwendung, die ihr angesetzt habt, um so eine Planung zu machen. Mich fasziniert, wie kommen. Also ich frage mich das als Berater natürlich auch, was hat die denn dazu getrieben und wie kann man das Problem lösen? Weil ihr habt ja ein Problem. Also die. Aber das Problem, also sag mal so, wenn du sagst, ich unterstelle jetzt mal was, damit du hier nicht intime Geheimnisse. Nee, das können wir ganz offen. Also ihr müsst ja irgendein Problem gehabt haben. Entweder Misstrauen. Oder ihr hattet einen engen Cashflow, hattet mal irgendwie enge Finanzierungsfragen, enge Kassenlage. Ihr habt Angst vor irgendwas gehabt? Oder ihr wart euch nicht einig über wollen wir wachsen, sollen wir wachsen, dürfen wir wachsen? Nee, irgendwas. Gehen wir mal konkreter über die Motivation, die dazu geführt hat, dass wir das gemacht haben. Also wir führen einmal im Jahr eine Gehaltsrunde durch. Genau. Ja? In dieser Gehaltsrunde kriegen bestehende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung. Eine Gehaltserhöhung oder nicht und wie groß die ist, das ist die Frage. Genau. Und die Frage ist sozusagen, wie hoch kann denn das Gesamtvolumen an Gehaltserhöhungen sein, ohne die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens zu gefährden? Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, alle Mitarbeiter haben ganz toll entwickelt
und alle kriegen jetzt eine ganz große Gehaltserhöhung. Letztendlich ist es ja sowieso relativ. Ja? Also zumindest jetzt für uns. Wir sagen, wir wollen relativ faire Gehälter haben. Ob man bei der Deutschen Bank ein höheres Gehalt als bei uns bekommt, ist mir relativ gleich. Denn die Deutsche Bank ist, aber innerhalb von Saber Media ist es mir schon wichtig, dass es fair ist. Und jetzt gehen wir also davon aus, das letzte Jahr ist gut gelaufen, was natürlich der Fall ist. Mhm. Und wir wollen also dir, Nils, für deine gute Arbeit eine Gehaltserhöhung geben. Mhm. Und dem Christian, der jetzt hinter der Kamera steht, auch. Ja. Aber vielleicht hat der Christian jetzt keinen so großen Beitrag geleistet wie du vor der Kamera. Und deswegen soll deiner vielleicht größer sein. Aber ist immer nur relativ zu einem Budget. Also einem Gesamtbetrag. So verstehen wir. Und dieser Gesamtbetrag soll so groß wie möglich sein, ja. Aber darf nicht größer als gefährlich okay. sein. Jetzt, also ja, und dann haben wir überlegt, naja, wie kommen wir denn zu diesem Budget? Wir können einfach aus dem Bauch was rausholen, aber wir können uns auch einfach mal die Kosten des letzten Jahres angucken und dann weiß ich ja zumindest, ich habe 10 Leute eingestellt. Das heißt also, ich werde dieses Jahr wohl mehr Personalkosten haben als im letzten Jahr, weil ich ja mit diesen 10 Leuten arbeite und momentan auch nicht plane, die rauszuwerfen. Das kam mir als durchaus plausible Fingerübung vor, das zu machen und zu überlegen. Wieso musstet ihr das jetzt machen, obwohl ihr das Problem der Gehaltsanhebung ja seit der Gründung habt, jedes Jahr? Wieso ist denn das jetzt passiert, dass ihr das Bedürfnis habt? Das machen wir jedes Jahr. Also, das macht ihr jetzt. Also, man braucht. Also, du willst, dass wir jährliche Gehaltsnormen machen, machen wir das jedes Jahr. Ja, ja. Also, und ihr habt es auch nicht abgestellt, obwohl wir dieses Jahr haben. Ja, das ist ja auch, wenn ihr euch das leisten könnt, eure Zeit mit solchen Dingen zu verschwenden, dann ist das ja harmlos, sagen wir. Aber jetzt kommt noch mal, ohne die Kritik an sich, warum das Planen und so schwierig ist, hatten wir in einem anderen Video schon. Ja. Komm doch mal direkt zu dem beratenden Lösungspunkt. Was würdest denn du an meiner Stelle jetzt machen? Genau, also der Vorschlag, ein Vorschlag, den man natürlich machen kann, ist, okay, jede Organisation hat dieses Gehaltsverhandlungs-, Gehaltserhöhungs-, Gehaltsrundenthema. Mindestens einmal. Ne? Das gibt es also überall. Und die Frage ist ja, was braucht man eigentlich für einen Prozess, damit das System auch besser wird, damit die Interaktionen besser werden, damit zum Beispiel mehr Unternehmen sich auch, mehr Mitarbeiter, mehr Menschen in der Organisation sich unternehmerisch verantwortlich fühlen. Und einer der Tricks, den man da anwenden kann, ist halt, statt über einen Betrag zu verhandeln oder erst einen Betrag auszurechnen und dann sagt, ja, über 10 Millionen können wir jetzt, das ist nicht bei euch, sondern jetzt im großen Laden, wir haben 10 Millionen, um die wir da die Erhöhung durchführen können. Und das ist der Topf. Das ist mein Budget, unter Budget, das wir da ausschütten können quasi. Anstatt das so zu machen, könnte man natürlich Mitarbeitern eigentlich zeigen, na guck doch mal, in den letzten 24 Monaten ist unser Umsatz hat sich so verhalten, unsere Personalkosten so, unsere sonstigen Kosten so, das und das haben wir investiert, das und das haben wir in Projekten, unsere Marge hat sich so und so entwickelt, also die Finanzen offenlegen und zu sagen, also auch kollektiv durchaus zu diskutieren, nicht unbedingt alle in einem Raum, aber dass man das durchaus allen Teams zumutet, die man so in einer Organisation hat, allen Mitarbeitern auch, allen Menschen zumutet, sich zu überlegen, na wie hängt das zusammen und wenn wir diese und jene Projekte machen wollen, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir da investieren wollen und vielleicht auch wachsen werden, weil der Markt uns treibt oder irgendwas passiert, wie wollen wir damit umgehen? Und dazu sagen, na und da hängen auch Gehälter dran. Also wie wollen wir denn mit Gehältern umgehen? Wie soll das Einkommen, das Mitarbeitereinkommen sich verändern? Und dieses Experiment, derartig transparent an Gehaltsrunden ranzugehen und die Mitarbeiter quasi oder Teams quasi ihre Gehaltserhöhungen selber entscheiden zu lassen. Soweit kann man das ja treiben. Das haben verschiedene Unternehmen halt schon mal gemacht. Und durchaus mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Nämlich, dass Mitarbeiter gar nicht dazu neigen, ihre Gehälter dann aufzublasen, sondern dann durchaus bescheiden auch an solche mit bescheidenen Anforderungen kommen. Wenn sie erstmal sehen, ja, wie ist denn die Logik, die betriebswirtschaftliche Logik einer Organisation, wie ist denn das ist, was sind auch die Konflikte, die Trade-offs, die man hat in den unternehmerischen Entscheidungen? Und dass eine Gehaltserhöhung natürlich auch eine unternehmerische Entscheidung ist. Wenn das erstmal durchsickert, also dann hat man wieder einen Prozess der sozialen Dichte. Lass mich mal das einhaken, weil jetzt, ich habe bisher noch keinen Unterschied erkannt zu dem, was wir gemacht haben. Vielleicht haben wir beide ein Missverständnis über das, was wir getan haben, aber der erste Schritt, den ich mit diesen Mitarbeitern in diesem vollständig transparenten Prozess, übrigens war letzten Freitag ein Agile Org Review, wo genau das passiert ist, wo die Mitarbeiter, die es nämlich vorbereitet haben, ihren Denkprozess und die Ergebnisse vorgestellt haben und die Mitarbeiter dann dazu, also zum einen ist das ein Wiki-Dokument, das halt öffentlich ist für die Mitarbeiter, das können sie also einsehen, können prüfen, stimmt das auch alles und so weiter.
und man kann es ja mitdrehen. Man kann dann sagen, okay, das muss doch eigentlich viel höher sein oder wie auch immer. Ja. Also das heißt, und diesen Streit will man auch haben, diesen Dissens will man auch haben, damit dann Lärm stattfinden kann. Ja, also ich habe jetzt vorher ein paar Mitarbeiter, die im Vorfeld schon diskutiert haben, haben das dann öffentlich gemacht und sozusagen die anderen eingeladen, dann auch mit einzusteigen. Ich wollte jetzt die Frage kritisieren, ich frage mich jetzt gerade. Ich wollte nicht sagen, dass ihr nicht das Richtige gemacht habt, aber du hast erwähnt zwischendurch, dass ihr auf einen Wert gekommen seid, auf einen numerischen Wert, der sozusagen das Erhöhungsbudget formuliert hat. Und davon würde ich dir abraten, das zu machen. Da findet da irgendwas statt, das ist überflüssig und das ist auch nicht produktiv. Nee, das ist, wenn man eine Organisation hat als dezentrale Zellstruktur, wo es sowas wie Mini-Unternehmen in der Organisation gibt, dann sollte man ja auch sowas wie eine Gewinn- und Verlustrechnung für alle diese Zellen haben. Ja? Idealerweise. Haben wir das gar nicht vor. Das ist eure Entscheidung, das nicht zu haben. Aber wenn man das mal hat, dann kann man solche Dialoge sehr, sehr produktiv Momentan habe ich aber nur auf Unternehmensebene einen Gewinn und muss halt auf Unternehmensebene. Ist ja auch nicht so, dass also man geheim in die Zukunft schauen. Es reicht, in die Gegenwart zu verstehen. Und sagen wir so, wenn alle Mitarbeiter bei dir fordern würden, ja, 20% Gehaltserhöhung sollte kein Problem sein und du weißt, das ist sehr wohl ein Problem, dann weißt du, da habe ich einen Gesprächsbedarf mit meinen Leuten. Ja. Und dem gilt es ja, wenn sagen wir mal so, du als Unternehmer, der alle Zahlen kennt und versteht und auch hört, wann die Alarmglocken und die Risiken anfangen zu schrillen, ja, wenn du das gleiche Bild von der Leistungsfähigkeit, von der Zahlungsfähigkeit auch in Sachen Gehältern und so hast wie deine Mitarbeiter, dann sollten da eigentlich sehr produktive Dialoge darüber entstehen. Und so dahin will man ja kommen. So richtig überzeugt bin ich davon jetzt noch nicht. Was wir nicht machen, ist, wir sagen nicht, hier ist das Budget. Und du bist ja auch fast Beratungsassistent. Insofern dich nimmt sich da sicherlich kein Zuschauer, nimmt dich als Beispiel. Da. Gut, aber also jetzt, das ist schwer zu beraten. Zu diesem Prozess dabei. Was wir jetzt nicht machen, ist, wir sagen, das ist unser Budget, das bin ich überschritten und unterschritten. Ja. Sondern das ist sozusagen so eine Art Referenzgröße aus Unternehmenssicht, denken wir, das passt unternehmerisch sozusagen in unser Risikoprofil. Wer sind wir? Na, hoffentlich am Ende alle. Ja? Und da wollen wir hinkommen. Genau. Okay, und wie sieht der Prozess? Die Frage ist, parallel, wie soll dein Prozess? Lass mich das einfach jetzt mal ausführen. Ja. Ja? Die Mitarbeiter gehen parallel hin, haben Mentorenteams, die mit ihnen ihre Gehaltsveränderung abstimmen. Mhm. Ja, das heißt, der Mitarbeiter hat eine Vorstellung, das Mentorenteam hat eine Vorstellung. Also ihr geht da schon durch so Iterationen und genau. Runden. Und jetzt wird das Ganze, also die Mitarbeiter und das Mentorenteam stimmen sich ab. Und in den letzten 3 Jahren war es so, dass wir tatsächlich alle Mentorenvorschläge übernommen haben. Und bei einigen Mitarbeitern haben wir sogar dann mit den Gesellschaften beschlossen, dass wir der Meinung sind, dass diese Mitarbeiter so wichtig sind, noch mehr Gehaltserhöhung gegeben haben, als die Mitarbeiter selbst und das Mentorenteam definiert haben. Insofern könnte ich jetzt sagen, obwohl das immer noch ein Prozess ist, den die Gesellschafter anschließend quasi freigeben, haben wir bisher immer diesen iterativen Prozess, den die Mitarbeiter mit dem Mentorenteam selber gewählt haben, sind wir gefolgt. Mhm. Was wir aber wohl gemacht haben, ist, wir haben diesen iterativen Bottom-up-Approach verglichen mit unserem Top-down-Budget-Approach und geguckt, passt das zusammen? Mhm. Oder habe ich jetzt auf einmal hier 500.000 Euro Gehaltserhöhung, aber vorher mir definiert, dass ich mehr als 150.000 Euro mir gar nicht leisten kann? Ja. Das macht meines Erachtens absolut Sinn. Und das ist eigentlich eine Budgetplanung, die ich da durchgeführt habe, zur Validierung meines Bottom-up-Prozesses. Oh ja, ich muss ja an dieser Stelle nicht euch beraten. Ihr experimentiert ja offenbar und ihr betreibt das sehr engagiert, das Thema, merkt man ja auch. Und das ist wahrscheinlich auch ein Riesenthema für euch. Klar, ist das Thema. Interessant finde ich natürlich, du hast gerade einen Prozess beschrieben, wo ihr verschiedene Methoden habt und dann zu dem gleichen Ergebnis kommt oder so. Das nennt sich Doppelarbeit. Ja. Warum schließen Leute Versicherungen ab? Naja, also Doppelarbeit ist eine Form von Verschwendung. Und wenn da gilt wieder, wenn ihr euch das leisten könnt, ist das alles wunderbar. Gut, Versicherungen, die ich nicht in Anspruch nehme, sind auch Verschwendungen nach der gleichen Linie. Ja, aber die Frage ist, warum brauchst du eine Versicherung zu einem Prozess, der irgendwie bottom-up funktionieren kann? Oh, weißt du, wie viele Leute Versicherungen abschließen, die selbst den Schaden aber lass uns nicht mal Versicherung sprechen. Also die Frage ist, also wir wollen es auch ein bisschen allgemeiner fassen. Ja. Ich kenne Organisationen, die fahren das ganz demokratische Modell, wo tatsächlich in Teams ohne Geschäftsführung über diese Gehaltserhöhung entschieden wird. Mhm. Ich habe aber auch Höchstleister- oder Pionierorganisationen gefunden, wo die ganz bewusst sagen, die jährliche Gehaltsanpassung oder Gehaltsrunde, die Gehaltserhöhung, sind Führungskraftentscheidungen. Das ist eines der wenigen Privilegien, das bei uns die Manager haben.
dass sie in ihrem Verantwortungsbereich in Mitarbeiter individuell diese Gehaltserhöhung, die wenigstens 0% und maximal keine Ahnung wie viel betragen können, dass sie das definieren, dass sie darüber urteilen müssen. Also es gibt verschiedene Prozesse. Das ist okay, vor allem wenn das gekoppelt ist mit Gehaltstransparenz. Weil das ist ein starkes Signal. Stell dir mal vor, du kriegst 3 Jahre hintereinander 0% Gehaltserhöhung. Ja, das heißt, andere Leute werden sich hinaus entwickeln. Ja? Genau. Ja. Ja. Also da gibt es durchaus verschiedene Prozesse und es gibt verschiedene Wege dazu, glückselig sein. Ja. Keine Ahnung, wem das jetzt, ich glaube, es war immer noch dem Sascha Seid gewidmet. Lass uns mal, ich glaube, Zeit vollkommen abgelaufen. Es soll ja auch noch ein bisschen was geheim, ein Geheimnis aufgeben. Genau, die ganzen schädlichen Organisationstools und Praktiken könnt ihr auf Seite 29 in dem Buch nachlesen. Gut.